Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder da seid. Danke an dich, dass du auch Zeit gefunden hast, um die Toon Chaos Booster zu öffnen mit mir und das ein bisschen zu bewerten. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech, keine Ahnung. Kannst du dir gerne mal ein bisschen was über Toon Chaos erzählen, wieso deiner Meinung die so übelst gestiegen sind und wieso? Ja, erzähl einfach mal, was du auch gekauft hast und so. Sehr, sehr spannend. Also Toon Chaos erstmal, das ist, also kannst du ein bisschen hochscrollen, dann sehen die Leute, glaube ich, Ja. das Bild besser vom Genau, Display. hier. Das ist im Prinzip ein neues Display. Das ist wirklich erst vor 2, 3 Wochen rausgekommen. Das ist überhaupt nicht alt. Und das wurde von vielen Leuten unterschätzt oder viele Leute haben es nicht gecheckt. Und zwar hat es in diesem Display Collector's Rare. Das ist eine neue Rarität tatsächlich. Und viele haben das anscheinend nicht gecheckt. Und deshalb ist das so im Preis tatsächlich gestiegen. Also es ist ein normales Zwischenset, also nicht ein Hauptset, sondern so ein Zwischenset. Ähnlich wie bei Pokémon kann man das so ein bisschen vergleichen mit Hidden Fates zum Beispiel. Einfach, dass bei Yu-Gi-Oh! Man mehrere Zwischensets pro Jahr hat und Toon Chaos ist halt eines davon. Und jetzt einfach so, damit ihr auch so ein bisschen versteht. Also Toon Chaos, einfach um das so als Verständnis zu haben, so ein Display verkauft sich normalerweise zwischen 60 und 70 Euro bei euch, glaube ich. Sowas irgendwas in dem Bereich, wenn es neu verkauft wird, wenn es neu rauskommt. Und bleibt auch relativ lange noch bei dem Preis. Aktuell findet man Toon Chaos Sealed Displays in der First Edition. Aktuell gibt es nur die First Edition zwischen 120 und 140 Euro auf eBay. Das ist nicht normal für ein neues Produkt. Ja? Das war heftig. Und ich habe da schon, oder das merkt man halt so ein bisschen, wenn man bei den Großhändlern einkauft. Ich habe tatsächlich beim Großhändler 64 Displays gekauft und habe dann irgendwie eine Woche, bevor es released worden ist, ungefähr eine Nachricht dann einfach bekommen. Jo, wir können dir nur 28 Displays liefern, weil es einfach nicht mehr gibt, weil wir allen Händlern halt eine Minimummenge zur Verfügung stellen wollen, ja. Und das ist halt wirklich ein Set, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, eines, das kommt einmal pro Jahr oder so raus, ja. Also das halt so krass durch die Decke geht innerhalb von wenigen Wochen und nachher doppelt so viel wert ist, einfach als Verhältnis. Man hat dieses Set, ja, man hat dieses Set im Großhandel für ungefähr 47 Euro gekauft und das wird jetzt schon teilweise bis zu 140 Euro Das verkauft. Dreifache Kannst fast, ja. du Konnte man das denn damals sehen oder konnte man das überhaupt sehen, dass das so durch die Decke geht? Wie hast du das gesehen oder was können wir beim nächsten Mal Also vielleicht besser machen? das Ding ist, ich habe ja schon in anderen Streams auch mit dir immer wieder gesagt, bei YouTuber sich, also sozusagen sich reinziehen in den Content, das hilft immer viel auch für die News, weil die machen ja auch News-Content. Und es wurde ungefähr einen Monat oder 2 Monate vor Release, also irgendwann im April oder so, oder Ende April wurde angekündigt in diesem Set, es wird eine neue Rarität geben. Sie haben noch nicht genau gesagt, was es ist, aber eine neue Rarität wird es geben. Heftige. Und da hätten die Alarmglocken schon klingeln sollen. Ich habe hier die Kartenliste offen und was müssen wir ziehen, damit wir wirklich gut rausgehen? Kannst du das mal erklären? Ja. Also im Prinzip, einfach so ein bisschen, um den Hintergrund zu verstehen, wieso dieses Set überhaupt so teuer ist, ja. Es hat einen einzigen Grund. Und zwar geht es um die Collector's Rares, ja. Und die Collector's Rares, das ist so eine neue Rarität, die rausgekommen ist. Und es gibt, soweit ich weiß, 15 verschiedene Karten. Also Karten, die in Rare drin sind, Karten, die in Super Rare drin sind, Karten, die in Ultra Rare drin sind, gibt es 15 ausgewählte davon, die auch in Collector's Rares erhalten sein können. Und wenn du ein Case hast, so 12 Displays, hast du 3 bis 4 Collector's Rares pro Case. Das bedeutet, jedes dritte, respektive jedes vierte, je nachdem, ob du Glück oder weniger Glück hast, kann eine Collector's Rare drin haben. Also das ist die Ratio. Der erste Collector's Rares ist, glaube ich, der Black Luster Soldier, Ja, also die der erste Karte ist das schwarz-weiße gleich. Soldat. Und der ist um die 300 Euro ungefähr, plus minus. Ja, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber so um die 300 Euro. So, nächster Booster Psi-Hüllenpanzer Gamma. Der hier auch nichts wert. Dann maskierter Held Dian. Dann wieder der Soldat. Synet-Codec, ja genau, Synet-Codec. Maskierte Hell-Goka, der sieht cool aus. Ja. Dann wieder die Chaoszone, auch zum dritten Mal. Und unsterblicher Phönix Gerfried.
Wirklich? Also der Ja. Ultra Rare? Ich glaube schon, ja. Schau nach. Das müssten 20, 25 € oder so sein. Der hier. 20 €, ja. Der ist gut. Das ist einer der besten, nicht der beste Ultra Rare, aber einer der besten Ultra Rares, die du ziehen kannst. Okay, dann. Was haltet ihr von Maximum Gold Dragons of Legend? Beides für ungefähr 4000 oder. Also nee, Dragons of Legend Complete Series habe ich für 4000 gekauft, also einfach für 4000 Franken ungefähr waren. Und Maximum Gold habe ich sogar für 6000. Das hatte ich sogar letztens im Video vorgestellt. Schauen wir erst hier Ihr kurz. fragt noch, warum Yu-Gi-Oh! Und Pokémon wieder so gehypt? Damals, circa 2010, waren die so tot, dass unsere Comic-Line alle geschlossen sind. PokéTuber, Pokémon ist das größte Medienfranchise auf der ganzen Welt. Und Yu-Gi-Oh! Ist glaube ich, auf Platz 23, was das größte Medienfranchise auf der Welt angeht. Tuna habt ihr? Nice, Ja. das ist ungefähr 3 €. 2,50 bis 3 €. Warum sind Retro-Pack 1 und 2 derzeit so viel wert? Im Mediamarkt damals hatten die immer so einen Blister, 3 Packs für 14,99. Die Yu-Gi-Oh! Geschichtsstunde, let's go. Hau rein. Retro-Pack ist ein Produkt, das wurde nur in Europa vertrieben. Ja? Das gab es nicht in den USA, okay? Und darum hatte das eine viel tiefere Printauflage. Das Ding ist, weil es so eine tiefe Printauflage gehabt hat und weil es, ich sag's jetzt mal so, unbeliebt gewesen ist, hat es insgesamt nochmal eine tiefere Printlage bekommen und auch keine Reprints bekommen. Ja? Und das hat das ausgemacht, dass es jetzt so selten ist. Und ich sitze auf einem Display Retro Pack 2 und das wird, also du bekommst es aktuell für nicht unter 3000 Dollar. Kann man erfahren, dass eine erste Auflage bei Yu-Gi-Oh! Rauskommt? Die erste Auflage ist immer der First Print, also wenn es rauskommt. Also wenn das Set neu rauskommt, ist alles erste Auflage. Das steht ja auch unten auf der Karte, oder? Erste Auflage Ja, drauf. auf dem Display und auf dem Booster Pack auch. Ja, ich weiß, ich glaube nicht, dass man es sehen kann, aber hier rechts unten steht die erste Auflage. Hier wieder die Chaoszone, dann Code-Generator, Chaos-Hexer. Haben wir alles schon gesehen. Topf der Begierde zum dritten Mal. Dann schwarzglänzender Soldat. Hüter der Drachenmagie. Wow! Was? Schau mal kurz. Hä, ist es ultra rare oder ist es ich sehe es halt echt mega schlecht. Also endlich, ist es Es ist ultra, also ultra, hat es eine Textur? es ist oben golden und es ist holographisch, also. Achso, dann ist es ultra rare, dann ist es nicht Collector's Rare, weil die gibt es auch in Collector's Rare. Die ist aber ziemlich viel wert, habe ich Die gesehen. ist ziemlich viel wert, ja, auch Schauen so wir ist sie kurz. viel wert, weil die ist auch sehr spielbar. Die 59, nice. Also der war es cool. Glaube ich halt. Also das heißt, du hast eigentlich den Value, weil du tatsächlich relativ Glück gehabt hast mit den Ultra Rares, fast draußen oder sogar ganz Ja, ich draußen, oder? locker, also locker jetzt. 25 und 35 wären wir jetzt schon bei 60. Und dann, Dann halt noch also. die kleinen Schmäus. Also das müsste ziemlich genau, also da müsstest du sogar ein bisschen mehr als den Value rausgeholt haben. Ja, also nur mit den 5 Karten, die ich jetzt hier habe, haben wir es. Also das Ja. heißt, wenn man dann alles zusammenzählt, ich weiß gar nicht, also es Ja, müssten können wir auf jeden kurz mal Fall. durchgehen? Also auf jeden Fall viel mehr als das, was du gezahlt Ja, hast. definitiv, Und definitiv. wahrscheinlich auch mehr als das, was du rein von den Boosters alleine bekommen hättest, weil du halt bei den zwei Ultra Rares riesiges Glück Ja, hattest. die zwei hier sind schon Die der meisten. Einkauf ungefähr. Also die wieder für 40, circa 35 bis 40 und der zwischen 20 und 30 irgendwo da. Also Jetzt mit stell der. dir mal vor, du hättest den Topf der Extravaganz nicht bekommen. Dann wäre es blöd gewesen. Du hättest den Roland bekommen für 3000. Den Roller. Wie heißt du? Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Roland irgendwas. Such mal auf der Liste, da müsste es stehen eigentlich. Roland irgendwas. Roland, warte kurz. Ich glaube, es ist der Roland, weil es gibt zwei. Flammenritter Roland. Oh Gott. Ist es der Roland? Doch, der Roland. Flammender Ritter Roland, Ja, sage ich ich. ja. Der Roland. Warte Und kurz. ich glaube, der ist der Schlechte. Weil es gibt zwei, ja, das ist der Müll. Der ist Müll. Habe hier so eine kleine. Ja, morgen um 20 Uhr gibt es wieder einen Stream hier. Schaut da definitiv auch vorbei. Und ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, meine Freunde. Tschüss. Tschüss.